Ja, liebe Freunde, ich habe gerade wieder einen Hilferuf hochgeladen. Auch wenn man bei mir auf der Seite aktuell wenig zu Wasser findet, so probiere ich im Hintergrund doch zu vernetzen und habe mir gesagt, ich lade nur offizielle Hilfsgesuche hoch. Das ist ein offizielles Hilfsgesuch. Es kommt aus einem ganz bestimmten Büro in Baden-Württemberg von offizieller Stelle. Es ist seriös, aber ich wurde gebeten, nicht zu sagen, wer dahinter steckt. Und deshalb habe ich das jetzt veröffentlicht. Bei mir ist einiges eingegangen. Ich habe auch tatsächlich mit einigen Kontakt gehabt aus der Katastrophenhilfe. Die haben gefragt, wie wir das damals organisiert haben, was man als nächstes braucht. Also sie haben präventiv probiert, sich zu informieren, wie wir die Katastrophe im Ahrtal damals angegangen haben, ob wir da Erkenntnisse draus haben. Und das finde ich super. Es waren auch Leute dabei, das möchte ich hier auch mal klipp und klar sagen, von SPD und von Grünen, die mich angesprochen haben. Und ich bin völlig unpolitisch. Wenn eine Flutkatastrophe ist, wenn Hilfe benötigt wird, hat Politik komplett hinten anzustehen. Ich war sowieso völlig unpolitisch, als ich ins Ahrtal gefahren bin. Politik haben andere Menschen auf dem Rücken der Betroffenen gemacht. Und das finde ich einfach schlimm. Mich haben auch viele gefragt, wie können wir helfen. Ich habe dann immer auf Tobi Schott verwiesen, weil Tobi und die Dachzeitnomaden sind ja unten und da findet man alle Informationen. Ich helfe immer, wenn ich angesprochen werde, wenn Futtermittel vermittelt werden kann, probiere ich das. Jetzt in dem Fall geht es um konkrete Spenden monetärer Art und dementsprechend habe ich das hochgeladen, weil ich drum gebeten wurde. Ich habe also mich komplett zurückgehalten. Ich habe immer allen gesagt, die mir Hilfsgesuche geschickt haben, bitte schickt mir das von offiziellen Seiten, bitte schickt mir einen Link. Ich werde oder ich kann das nicht hochladen. Ich kann nicht sagen, die Feuerwehr da und da braucht Hilfe, meldet euch da. Solche Sachen gab es dann eben. Da habe ich gesagt, ich muss mich da absichern. Ne? Und sei auch gesagt, es waren ganz viele Fakes oder ein ganz spezieller Fake unterwegs. Die Sache wird auch nochmal behandelt. Da hat jemand Betroffenen Trockner versprochen. Die haben die ganze Nacht darauf gewartet, dass der Transporter kommt, voll mit Trocknern. Und es war wieder genau das Gleiche, was mir auch im Ahrtal passiert ist. Da hat sich jemand anscheinend aufspielen wollen, wichtig machen wollen. Und hat die Leute hingehalten, die waren betroffen, die haben sowieso nichts geschlafen, haben die ganze Nacht auf den Transport gewartet und ist nicht angekommen. Also es ist eine Sache, die, da werde ich jetzt nicht mehr zu sagen, weil hier sind einige nämlich die ganze Zeit am Bildschirm und warten die ganze Zeit auf Infos, aber es kommen keine, kann ich euch versprechen. Aber ja, die Leute, die mich kennen, wissen, wovon ich gerade spreche. Auf jeden Fall bitte ich da Hilfe jetzt zu leisten. Jeder Euro hilft, genau wie im Ahrtal auch. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam wieder was machen können. Ich muss gleich mal gucken, ob ich dann auch was spende, beziehungsweise wie viel möglich ist. In dem Sinne, lasst die Leute nicht hängen. Die haben uns auch im Ahrtal geholfen und wir können auch vieles zurückgeben. Und wir müssen einfach wieder zusammenstehen, wenn Hilfegesuche kommen von offizieller Stelle, wie gesagt. Tja, hier ist irgendwie der Empfang schlecht. Schreibt auch, hier wird es hängen. Also, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich habe nämlich hier heute ein paar Stunden verbracht und sauber gemacht. Und ich bin auf der Biogasanlage. Also, macht's gut. Wir hören und sehen uns mit Sicherheit später. Tschüss.